Das kann bis nach Mittag warten. Hey, Michael, alles erledigt. Meinen Schreibtisch kann ich die nächsten 8 Tage allein lassen. Ja, dann feiert mal schön. Punkt 8 Uhr dann, bei mir. Danny, wie oft noch? Juval kommt. Na, dann bring ihn doch mit. Du kennst doch meine Frau. Auf euch wartet ein reich gedeckter Tisch. Das kann ich mir vorstellen. Manchmal verstehe ich dich echt nicht. Es ist Pessach, der Sederabend. Alle feiern mit ihren Familien, ihren Freunden. Das nächste Mal, okay? Das sagst du mir jedes Jahr. Ja, und nächstes Jahr klappt das auch. Hoffnungsloser Fall. Mordkommission auch, Herr Jörn. Hallo? Hey. Feier schön. Shalom. Mordkommission, auch Herr Jan. Hallo. Hören Sie, wenn Sie mir irgendwas zu sagen haben, sollten Sie das jetzt tun. Ich bin nicht mehr lange da. Was willst du? Verschwinde von hier! Nein! Du bekommst es nie! Nie! Niemals! Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mich angerufen? Kenne ich Sie nicht irgendwoher? Einen Millimeter weiter und Sie hätten Seder im Himmel verbringen können.
Sind Sie verletzt? Nein, nein, schon okay. Die ist weg. Aber machen Sie sich mal keinen Kopf. Sie finden bestimmt bald eine andere, da bin ich mir sicher. Shalom. Shalom. Hey, Mister, sind Sie wirklich okay? Ja. Alarmbereitschaft. Tut mir leid, ich hätte mich echt gefreut. Nächstes Jahr klappt's bestimmt. Ich melde mich die Tage. Mach's gut. Yuval? Ja. Was mache ich denn jetzt mit dir? Ganz kurze, hellblond gefärbte Haare, circa 1,65 Meter groß und Mitte, Ende 20. Ja, ich weiß, dass Pessach ist, aber es wird sich doch irgendjemand finden, der sich um die Fahndung nach dieser Frau kümmert. Nein, ich kann nicht mehr Angaben zur Person machen, aber Sie können mir vielleicht sagen, was ich mit dem Baby machen soll. Können Sie nicht? Danke. Ja, ja, Shalom. Hallo. Hallo? Entschuldigen Sie die Störung. Ich wohne über Ihnen. Ich wollte fragen, ob Sie mir vielleicht helfen können. Ich wusste gar nicht, dass Sie ein Baby haben. Na, ich auch nicht. Das ist ja das Problem. Kommen Sie rein. Danke. Haben Sie dich einfach so ausgesetzt, hm? Am Pessach. Die Mosche. Na, wenn du Moses bist, dann wären Sie ja die Tochter des Pharao, die ihn gefunden hat. Was passiert denn jetzt mit ihm? Ich muss jemanden finden, der sich um ihn kümmert. War das von Schubert, was Sie eben gespielt haben? Sind Sie ein Experte? Experte? Ein Liebhaber schon eher. Schön. Ich habe übrigens viel zu viel eingekauft. Ja? Mein Sohn wollte mich eigentlich heute besuchen. Hat er Sie versetzt? Ja, er ist beim Militär. Naja, und da dachte ich, vielleicht haben Sie ja Lust, dass wir zusammen... Ja, total gern. Jetzt wohnen Sie schon ein halbes Jahr hier. Und wir lernen uns jetzt erst kennen. Ja, eigenartig. Manchmal sitze ich hier und da höre ich Sie spielen. Oh je. Sie müssen was sagen, wenn das Sie nervt. Nee, überhaupt nicht. Ich höre Ihnen gerne zu. Es ist schön, dass Sie heute hier sind. Eigentlich sollte ich jetzt bei meinem Vater sein. Und? Warum sehen Sie es nicht? Weil er ein sturer, herrschsüchtiger alter Mann ist. Der bringt es sogar fertig, ein Pessachfest zur Kassam-Rakete zu machen. Warum haben Sie aufgehört mit den Konzerten? Wir haben doch alle Türen offen gestanden. Warum gehen Dinge zu Ende? Tausend Gründe. Verstehen Sie sich noch mit der Mutter Ihres Sohnes? Wie ist denn das bei Ihnen?
Wir reden wohl beide nicht gerne über die Vergangenheit. Mein Bruder. Der macht sich bestimmt Sorgen, dass Sie am Pessach alleine sind. Ich glaube, ich mache mich mal so langsam auf den Heimweg. Ja. Sie haben ja auch noch ein ganz schönes Stück vor sich. Ob ich das schaffe? Vergessen Sie nicht, Sie haben getrunken. Das stimmt natürlich. Ich glaube, das kann ich gar nicht zulassen. Das wäre wohl das Beste, Sie würden hierbleiben. Damit mir unterwegs nichts passiert? Na klar. Geschlafen. Du auch nicht. Sieht man mir das an? Dani, lass mich raten. Du willst, dass ich mit meinem Sohn zum Resteessen komme. Wo? Ich bin gleich da. Was ist? Kann ich den kleinen Mosche für ein paar Stunden bei dir lassen? Was ist passiert? Was Berufliches. Ich beeil mich. Wie war die Feier? Du hast echt was verpasst. Wie war es bei dir? Wie geht Schubal? Der hat abgesagt. Erhöhte Alarmbereitschaft. Dann warst du ganz allein? Nee. Mit wem hast du dann den Abend verbracht? Mit Mosche. Ah, deine Witze werden auch nicht besser. Du wirst es nicht glauben, Danny, aber ich bin Vater geworden. Im Ernst, etwas früher hättest du mir das nicht erzählen können? Seit 8 Jahren bin ich dein Kollege. Und weiß fast nichts über dich. Bin gleich da. Ganz nach Raubmord aus. Wer ist das Opfer? Ein gewisser Felix van Gelden, 82 Jahre alt. Der Felix van Gelden? Keine Ahnung. Er hatte ein Musikgeschäft. Für mich klingt das jetzt nicht so berühmt. Das ist eine Musikerfamilie. Ich habe Aufnahmen von denen. Der Vater und die Kinder als Quartett. Der eine Sohn ist heute ein bekannter Dirigent. Der andere war lange die erste Geige. Wo? Bei den Israeli Philharmonikern. Also genau der richtige Fall für einen Kulturfreak wie dich. Wer hat ihn gefunden? Dora Sackheim, eine Freundin der Familie. Sie wartet im Garten. Was wurde gestohlen? Ein Bild oder besser ein Gemälde. Soll wertvoll gewesen sein. Sind die anderen schon da? Ich muss mit Hannah sprechen. Sie ist unterwegs. Sie hat mit ihrer Familie in Haifa gefeiert. Hallo. Doktor. Hallo. Tödliche Stichwunde. Irgendwann zwischen 21 Uhr und Mitternacht. Das ist alles, was ich bis jetzt sagen kann. Mit einem Küchenmesser. Der Getötete hat es noch in der Hand gehalten. So wie es hier aussieht, können wir einen Selbstmord wohl ausschließen. Allerdings, ein religiöser Jude in seinem Alter bringt sich nicht um. Schon gar nicht auf diese Weise. Mhm. Ja, ihr, spielst du eigentlich ein Instrument? Blockflöte. So wie alle bei uns auf dem Land. Um die Schafe und Ziegen einzulullen. Die im Labor sollen sich die Geige auch mal ansehen. Die ist bestimmt wertvoll. Und kümmere dich um die DNA-Spuren. Das Bild ist 60 x 40 cm groß. Es ist von Franz Hals aus dem 17. Jahrhundert. Ein Porträt von Lisbeth van Gelden. Sie war eine Vorfahrin des Verstorbenen. Die hat in Holland gelebt, im 16. Jahrhundert. Woher weißt du das alles?
Das jüngste Kind des Verstorbenen, Nita van Gelden. Wir versuchen gerade rauszufinden, wo sie wohnt. Felix van Gelden kam 1946 aus Holland nach Jerusalem zurück. Er hat noch zwei Söhne. Die Familie spielt eine bedeutende Rolle in der klassischen Musik. Vielleicht erinnerst du dich, es gab mal... Na ja, schon gut, ja. Kümmere dich jetzt bitte um die Spurenanalyse. Hallo. Haben Sie ihn gefunden? Ja. Sie waren befreundet mit Herrn van Gelden? Ja, seit über 50 Jahren. Waren Sie heute mit ihm verabredet? Ja, wir wollten nur so einen Kaffee trinken, ist besser. Tja, haben Sie eine Idee, wer... Nein, dann hätte ich es Ihnen schon gesagt. Es fehlt ein Gemälde, das Bildnis von Lisbeth van Gelden. Wer könnte davon gewusst haben? Felix hat nicht viele Leute in sein Haus gelassen, also von daher wusste kaum jemand was davon. Haben Sie eine Ahnung, was es wert ist? Hat er mal mit Ihnen darüber gesprochen? $300.000. Aber Herr van Gelden wollte nicht verkaufen? Nein. Das Bild sicher aufbewahren wollte er aber auch nicht. Es gibt keine Alarmanlage, keine besonders gesicherten Türen und Fenster. Felix sagte immer, um was man eine Mauer bauen muss, hat man schon verloren. Sehen Sie sich unser Land doch an. Tja. Jetzt hat Felix van Gelden sein Leben verloren. Darf ich? Ja. Was war denn mit seinem privaten Umfeld? Wie ich schon sagte, das private Umfeld von Felix van Gelden war sehr klein. Und die paar Menschen, mit denen er Kontakt hatte, nein, eine absurde Vorstellung. Die paar Menschen? Seine Kinder? Und sein langjähriger Geschäftspartner, Herzl Kohn, mit dem er auch das Musikgeschäft geführt hat. Wie war sein Verhältnis zu den Kindern? Gut, sind ja alles erwachsene Menschen. Die vier haben gestern den Sederabend miteinander verbracht. Aber seine Tochter ist dann wohl schon früher wieder gegangen. Da wissen Sie mehr als ich. Sie haben ein enges Verhältnis mit den Kindern, nicht wahr? Ich kenne sie seit Anbeginn ihres Lebens. Später war ich ihre Musiklehrerin. Sie sind wie eigene Kinder für mich. Hanna ist angekommen. Ich komme gleich. Eine Frage noch. Die Mutter der Kinder. Sie lebt schon lange nicht mehr. Sie ist bei der Geburt von Lita gestorben. Sie spielen kein Instrument, oder? Ich? Nein. Wieso? Weil ich glaube, dass Sie dafür geschaffen werden. Aber ich weiß noch nicht, welches Ihr Instrument ist. Ich werde darüber nachdenken. Welches Instrument würden Sie mir denn empfehlen? Eine Blockflöte. Shalom. Die Details müssen ausgehen. Rieche ich vielleicht nach Ziege oder Schaf? Wie kommt sie bloß auf Blockflöte? Hast du denn keine? Da spielen auch nur meine Kinder drauf. Theo und Gabriel van Gelden leben in Tel Aviv. Beide sind telefonisch nicht zu erreichen. Und seine Tochter? Wohnt nicht weit von hier. Also, was jetzt? Was haben wir? Ein Mordopfer, ein Messer, ein gestohlenes Gemälde. Keine Zeugen und Spuren, die uns im Moment weiterbringen würden. Aber eine Familie, die in diesem Land jeder kennt. Wir sollten in jedem Fall taktvoll vorgehen und nicht gleich beleidigt sein, wenn man uns für Schafhirten aus dem Negev hält. Deine Analysen sind wie immer perfekt, Daniel. Am besten du fährst nach Tel Aviv und kümmerst dich mal um die beiden Söhne des Verstorbenen. Meine Familie... Deine Familie braucht sicher Abstand von dir. Außerdem wird dir das gut tun, das Mittelmeer. Wohin gehen wir? Zu mir nach Hause. Hallo. Hallo. Als ich vorhin gesagt habe, dass ich beruflich weg muss, da... Du weißt es schon. Ich bin angerufen worden von meiner alten Geigenlehrerin. Es tut mir leid. Dürfen wir reinkommen? Natürlich. Du warst ja gestern Abend bei deinem Vater. Wann bist du denn da weg? So gegen 8:30. Dann gleich hierher. Nein. Ich war mit David noch im Park spazieren. Als du kamst, war ich noch nicht lange hier. Warum bist du nicht länger bei deinem Vater geblieben?
Warum wurde Rabin erschossen? Hass. So weit würde ich nicht gehen. Es gab einen Streit. Worum ging's? Was ist das? Ein Requiem. Für wessen Beerdigung? Für meine. Ach, Papa. Zum Leben gehört das Sterben. Bitte, lasst uns anfangen. Bitte, Kinder. Ihr Lieben, bitte nicht so flach. Es geht hier um die Seele, um die Wahrheit der Seele, um die Wahrheit des Lebens. Von vorne, bitte. Von wem ist das Requiem? Spielt einfach. Jetzt sag schon, von wem ist es denn? Alberti, würde ich sagen, vielleicht auch Brazzetti oder Zani. Nee. Wenn ich es euch sage, ihr werdet es nicht glauben. Bitte. Einen einzigen Satz mit euch spielen, bevor wir zusammen Pessach feiern. Ist das zu viel verlangt? Ich dachte, du freust dich, den Kleinen mal wiederzusehen. Das Zeichen deiner ewigen Provokation. Du sprichst von dir, nicht von mir. Wie kann man nur sowas sagen? Wenn du jetzt gehst... Du hast dich überhaupt nicht verändert, überhaupt nicht. Bitte. Doch, er meint's genauso. Dieses Haus ist nicht mehr dein Haus. Bleib doch, lass uns das Requiem noch einmal spielen. Ich glaube, ich weiß, von wem es ist. Allerdings hat er nie eins geschrieben, zumindest weiß man nichts davon. Das wäre doch eine Sensation. Deine Brüder sind also länger geblieben. Ja. Die haben noch zusammen gegessen, aber danach sind sie auch nach Hause. Keiner von uns versteht, warum man wegen eines Bildes jemanden umbringen muss. Keiner von uns mochte das Bild besonders. Wir wissen doch gar nicht, ob es ein Raubmord war. Eine ganz andere Frage. Warum haben sie aufgehört, zusammen zu spielen? Ich wollte ein normaler Teenager sein. Mit Freunden zusammen sein, ausgehen, normales Leben führen. Ihr wart doch sehr erfolgreich. Aber mein Vater über meinen Ausstieg auch nicht begeistert. Und über ihre Beziehung zu einem israelischen Araber sicherlich auch nicht. Vielleicht haben Hassan und ich von unserer Liebe zu viel erwartet. Vielleicht wollten wir auch einfach nur allen zeigen, hey, es geht, Araber und Juden können zusammen leben. Sogar Kinder haben. Er hat Hunger. Ich gebe ihm noch schnell was zu trinken. Sie nehmen ihn doch jetzt mit. Ich habe noch einen Kindersitz für Sie. Michael, andersrum, gegen die Fahrtrichtung. Ja, mach du doch mal. Kennst du Nita näher? Das könnte man so sagen, ja. Was aber keiner erfahren darf. Spielt auch keine Rolle. Bei Hanna bist du bestens aufgehoben, Moschi. Was ist denn mit seiner Mutter? Seit gestern Nacht in der Fahndung. Alles, was ich weiß, steht auch im Fahndungscomputer. Das heißt, wir wissen gar nichts? Kümmer du dich darum, ja? Ich nehme ein Taxi. Wir sehen uns später. Michael! Männer. Shalom. Shalom.
Entschuldigen Sie die Störung, aber ich muss mit Ihnen sprechen. Heute ist der erste Pessach-Feiertag. Ja. Und gestern ist Ihr Vater umgebracht worden. Kommissar Ohayon, Mordkommission Jerusalem. Wunderbar, der Ton. Genauso muss es sein. Genauso. Ich kann mir vorstellen, es muss für Sie befremdlich sein, dass ich probe. Nach dem Tag, an dem mein Vater zu Tode gekommen ist. Musik ist mein Leben. Mein Empfinden. Mein Trost. Dass ich heute probe, ist wahrscheinlich meine Art, damit umgehen zu können. Das Bild, das gestohlen wurde, das teuerste Stück im ganzen Haus. Haben Sie einen Verdacht, wer für dieses Bild einen Mord begehen würde? Nein. Ein gewöhnlicher Dieb? Ein Sammler? Ich weiß es nicht. Sie haben den Abend gestern zusammen mit Ihrem Vater verbracht. Wie ist der verlaufen? Wie schon. Zu kurz. Wir hätten länger bleiben sollen, dann wäre das Ganze vielleicht nicht passiert. Wann sind Sie denn gegangen? 9. 9:30, ich weiß es nicht. Sind Sie gleichzeitig mit Ihrem Bruder aufgebrochen? Ja, wir sind rausgegangen, haben uns auch unterhalten, in unsere Wagen gestiegen, nach Hause gefahren. Und da war nichts Auffälliges oder Ungewöhnliches? Sie haben niemanden bemerkt? Nein. Obwohl, wo Sie so fragen, ist. Naja. Ja? Was? Mein Vater meinte, er hätte irgendwas im Garten gehört. Aber da war nichts. Nein. Gabi hat nachgeschaut, aber da war niemand. Gabi ist Ihr Bruder. Ja. Du hattest recht. Es ist besser so. Es war eine Erlösung für ihn und für uns. Weißt du was, Liebling? Ich muss Sie enttäuschen. Ich bin nicht Ihr Liebling. Balilati, Mordkommission Jerusalem. Entschuldigung, ich dachte. Wie sind Sie hier reingekommen? So wie Sie, durch die offene Tür. Ich vermute mal, Sie wollen mit Gabi sprechen. Ja. Wo ist er? Nicht hier, er ist unterwegs. Er wollte allein sein. Und wo ist er hingefahren? Nach Jerusalem. Jerusalem. Ja. Und wen trifft er dort? Ich habe keine Ahnung. In welchem Verhältnis stehen Sie zu Gabi van Gelden? Wir sind Freunde. Sie meinen damit eine, ganz bestimmte Art von Freundschaft? Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir hier in Tel Aviv sind. Und nicht in Jerusalem. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass es hier um Mord geht. Kannten Sie Felix van Gelden? Nur flüchtig. Hat er von Ihrer Beziehung zu Gabi gewusst? Natürlich. Aber er war sicher nicht damit einverstanden. Er war ein gesetzestreuer, hochgeschätzter, traditionsbewusster Bürger der Gesellschaft. Und er wurde brutal ermordet. Gabi und ich haben damit nichts zu tun. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Was meinten Sie vorhin eigentlich damit, als Sie sagten, der Tod von Felix van Gelden sei eine Erlösung für Sie beide? Dann sagen Sie mir wenigstens, wo in Jerusalem ich Gabi finden kann. Und dann gehen wir beide wieder unserem Alltag nach. Was wollen Sie von mir? Einen Schritt weiter und Sie werden es Ihr Leben lang bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Er wollte sich mit Herzl treffen. Herzl wer?
Herzlkuhn. Warum wollen Sie nicht mit mir sprechen? Ich bin Kommissar Ocarion. Es geht um die Ermordung von Felix van Gelden. Ich nehme an, Sie sind darüber informiert. Sie kennen Herrn van Gelden schon lange, nicht wahr? Mein Beileid. Es wurde ein wertvolles Bild gestohlen. Wen interessiert das? Mich? Die Polizei? Wenn wir wissen, wer das Bild gestohlen hat, kennen wir vermutlich auch den Mörder. Sie klammern sich in einen Strohhalm, Herr Kommissar. Was wollen Sie damit sagen? Warum musste Felix van Gelden sterben? Weil nach dem Leben der Tod kommt. Wissen Sie, was war? Wissen wir denn irgendetwas mit Sicherheit? Herr Kuhn, was ist da gestern Abend passiert? Herze! Fragen Sie den, der da kommt. Herzl! Herzl, bleib doch da! Herzl, wo gehst du hin? Der ist weg. Durchs Fenster und über die Dächer. Warum? Wer sind Sie überhaupt? Michael Ocarion. Ich bin von der Polizei. Ich untersuche den Mord an Ihrem Vater. Sie sind doch Gabriel van Gelden. Mhm. Was wollten Sie von Herzl Kuhn? Er gehört doch zur Familie. Der Vater und er waren wie Brüder. Großer Bruder, kleiner Bruder. Ich wollte mal schauen, wie es ihm geht. Warum ist er denn vor Ihnen weggelaufen? Warum wohl? Das würde ich gern von Ihnen wissen. Angst? Sie sehen ja, wie es hier aussieht. Genauso sieht es in seinem Kopf aus. Mit normalen Erklärungen kommt man bei Herzl nicht weit. Das war schon immer so mit Ihnen. Sind Sie eigentlich noch bei den Philharmonikern? Schon seit einem Jahr nicht mehr. Ich bin dabei, ein eigenes Orchester zu gründen. Eines, das auf Barock spezialisiert ist. Stelle ich mir schwierig vor. Und kostspielig. Es kommt auf das richtige Repertoire an. Wer von Ihnen hätte das gestohlene Bild geerbt? Von uns keiner. Von uns wollte das keiner haben. Gibt's denn kein Testament? Nein. Soweit ich weiß, hat er keine Verfügung hinterlassen. Der Abend gestern bei Ihrem Vater, wie ist er verlaufen? Nett. Angenehm. Endlich waren wir mal wieder alle zusammen. Hatten Nita und Ihr Vater keinen Streit? Wer sagt das? Sie selber hat sowas angedeutet. So Streit würde ich das nicht nennen. Es gab den Verdacht, dass sich jemand im Garten aufhält. Papa hatte manchmal Angst vor Einbrechern. Und Sie haben nachgesehen? Mhm. Und? Nichts. Sie sagten vorhin, endlich waren mal wieder alle zusammen. Waren das wirklich alle? Ihr Lebensgefährte auch? Izzy war da. Er wollte am Sederabend teilnehmen. Aber Ihr Vater hatte ihn nicht eingeladen. Ja, ein Sederabend. So wichtig ist das doch auch nicht. Für Ihren Lebensgefährten offenbar schon. Sie haben ihn wieder nach Hause geschickt. Hm. War er nicht verärgert und verletzt? Trauen Sie ihm einen Mord zu?
Ja. Nein, natürlich nicht. Wissen Sie, wo Ihr Lebensgefährte war, als Sie mit Ihrem Bruder das Haus Ihres Vaters verlassen haben? Als ich nach Hause kam, war er schon da. Wir haben noch geredet und was getrunken. Ich weiß, es ist besser, aber wir müssen eine Lösung finden, und zwar sofort. Ja, ist gut. Na, du bist aber ein Hübscher. Ach, ein Janskind. Ah, das ist Mosche. Gut kombiniert, Kollege. Ah, ich dachte, das wäre nur ein Witz. Sieht das aus wie ein Witz? Gibt's DNA-Spuren an der Tatwaffe? Ja, 4 verschiedene. Wir lassen sie gerade mit den Familienangehörigen vergleichen. Wenn die Spuren vom Opfer sind oder von seinen Kindern, dann haben wir schlechte Karten. Jeder von ihnen hätte das Messer benutzen können. Zu üblichen Zwecken. Vielleicht bringt uns das hier weiter. Der Typ ist durch dieses Fenster reingekommen. Oder zumindest will er, dass wir das glauben. Aber eigentlich ist er durch die Tür gekommen. Wieso weißt du das schon? Das willst du mir doch gerade erklären, oder? Auf diesen Scherben hat niemand gestanden. Der Einbruch war nur vorgetäuscht. Der Täter war bereits im Haus. Er begeht den Mord, verlässt das Haus, dann schlägt er von außen die Scheibe ein und haut ab. Danke. Na, Michael, bist du uns nicht allen eine Erklärung schuldig? Ich hab dir doch gesagt, dass ich Vater geworden bin. Ja. In einer halben Stunde machen wir eine Lagebesprechung. Fangen wir doch mal mit den einfachen Dingen an, mit dem gestohlenen Bild. Also, was haben wir? Das Problem bei vielen dieser Kunstdiebstähle ist, dass das meistens Aufträge von Sammlern sind. Die Bilder landen dann in irgendwelchen Kellern. Das heißt, die Chancen, dass so ein Bild wieder auftaucht, sind minimal. Dann wäre es professioneller Kunstdiebstahl. Aber diese Profis morden nicht. Vielleicht wurde der Täter ja überrascht. Dann wäre er kein Profi. Was ist eigentlich mit der Geige? Sind nur Spuren von Felix von Gelden drauf. Was sagt die Gerichtsmedizin? Der Bericht liegt vor, nichts Neues. Außer, dass Felix von Gelden einen Tumor von der Größe eines Tennisballs im Kopf hatte. Lange hätte er damit nicht mehr gelebt. Hinweise, dass er davon gewusst hat? Wir haben den ärztlichen Bericht in seinem Arbeitszimmer gefunden. Was kannst du uns denn berichten? Kommen wir doch erstmal zu dir. Gabriel van Gelden ist schwul. Ich habe seinen Freund Isi Maischiach getroffen. Sonst noch irgendetwas Bemerkenswertes? Ist doch für den Anfang gar nicht schlecht, oder? Gabi van Gelden hatte am Seeleabend eine Auseinandersetzung mit seinem Freund im Garten seines Vaters. Isi Maischiach wollte an der Feier teilnehmen. Davon dürfte Felix van Gelden nicht begeistert gewesen sein. Soll er ihn deswegen umgebracht haben? Das wäre doch möglich, oder? Was ist mit diesem Herzl? Du warst doch vorhin bei ihm. Er hat nur Andeutungen gemacht. Andeutung? Das mit dem Bild wäre nicht so wichtig. Das Bild war nur ein Täuschungsmanöver? Ich glaube, ja. So wie der fingierte Einbruch. Wir haben es also nicht mit Raubmord zu tun, sondern mit einer Beziehungstat. Jemand aus dem Familien- oder Freundeskreis. Wir sollten Gabi van Gelden und Isi Maischiach genauer unter die Lupe nehmen. Michael, was ist mit der Tochter? Nida. Die hat nichts damit zu tun. Du hast doch was mit ihr, Michael, oder etwa nicht? Erst erzählst du uns, dass der Täter aus der Familie kommt, aber dann behauptest du, dass die Tochter unschuldig ist, nur weil du eine Affäre mit ihr hast. Das nehme ich jedenfalls an. Keine Sorge, Danny. Ich weiß genau, was ich tue. Vielleicht ja nicht. Wir fanden nach Herzog Kuhn. Okay. Sollten wir nicht noch mal mit dieser Dora Sackheim reden? Na. Was passiert jetzt mit dem Kleinen? Wo bleibt er heute Nacht? Ich dachte, wir hätten schon längst was für ihn gefunden. Michael, es ist besser. Ich habe mir schon die Fingerwunden telefoniert. Ist das schlimm? Was ist denn mit der Mutter? Ich habe nicht nur telefoniert, sondern auch Akten gewälzt. Deine Akten. Du meinst? Ja, ich denke, dass das kein Zufall ist. Moses wurde zwar auf gut Glück am Nil ausgesetzt, aber dieser Kleine bestimmt nicht. Gut, dann kümmere ich mich heute Abend um meine Akten und du dich um das Kind. Bitte. Die Akten liegen bereits auf deinem Tisch. Danke. Ja, ob du nicht so süß bist.
mein Sohn, mein Sohn. Und du wirst mir nicht vorschreiben, wann ich ihn sehen kann, wann nicht. Aber das tue ich doch gar nicht, verdammt nochmal. Es ist mitten in der Nacht. Hallo. Hi. Wer ist das denn? Dein Neuer? Das ging aber schnell. Ich bin der Nachbar. Und was willst du? Milch, Zucker, Mehl? Meine Frau? Ach, Hassan. Geh jetzt bitte. Sie hat sie gebeten zu gehen. Und ich habe mich entschieden zu bleiben. Was? Achtung, Gefahr? Was willst du? Willst du einen aufs Maul? Bei der Polizei. Na komm, geh schon. Wie praktisch. Ein Bullemaus. Es geht immer um den Kleinen. Er liebt ihn so. Möchtest du was trinken? Nein, danke. Ich kann noch was für dich spielen. Nita, ich bin nicht nur noch dein Nachbar. Ich bin Ermittler in einem Fall, mit dem auch du zu tun hast. Kann ich trotzdem zu dir kommen, wenn ich dich brauche? Wie wär's mit einem Kaffee? Gute Idee. Im Büro. Ich störe doch nicht, oder? Doch. Wir waren aber verabredet. Vielleicht finden wir jetzt ein passendes Musikinstrument für dich. Ich sagte Ihnen doch bereits, das sind erwachsene Menschen. Wie kam Felix van Gelden damit zurecht, dass Gabriel homosexuell ist? Warum stellen Sie mir Fragen, die Sie sich selbst schon beantwortet haben? Isi Maischiach wäre gerne in die Familie aufgenommen worden. Kennen Sie ihn eigentlich? Nein, nicht wirklich. Sie meinen, Sie kennen ihn nur durch Felix van Gelden und die Meinung, die er von ihm hatte. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass Isi Maischiach oder Gabriel etwas mit dem Mord an Felix van Gelden zu tun haben könnten? Was wissen Sie über Felix van Gelden? Geht es um ein gestohlenes Gemälde? Geht es um Männerliebe? Dünn, sehr dünn. Um was geht es in Ihrer Meinung nach? Felix war... ein ganz besonderer Mensch. Ein großer Mensch. Man muss seine Geschichte kennen, um alles zu verstehen. Seine Zeit im Lager, die er nur durch die Musik überlebt hat. Sein Geigenspiel. Die Nazis haben ihn spielen lassen, da war er 15, 16 vielleicht. Spielen, um zu überleben. Über das Unaussprechliche hat er immer geschwiegen. Für diese Zeit fand er keine Worte. Und doch war diese Zeit in seinem Leben immer gegenwärtig. Damit zu überleben, das ist eine Wanderung zwischen Himmel und Hölle. Aber seine Kinder wussten doch davon. Was weiß man schon, wenn das Wissen nicht selbst zur eigenen Erfahrung wurde? Alles, was ich über Herzog Cohen und van Geldens Kinder finden konnte. Danke. Thank you.
weiß, warum du anrufst. Ich bin gleich da. Also, wie läuft's mit dir und Balilati? Balilati? Er ist dein Kollege, ein Freund. Ja. Wahrscheinlich ist es mein Fehler. Ich hätte mich mehr darum kümmern sollen, dass du endlich wieder in feste Hände kommst. Ich bitte dich, das ist ja nun wirklich nicht deine Aufgabe. Außerdem, du kennst mich doch. Offensichtlich ja nicht. Michael. Solange die Ermittlungen in diesem Fall laufen, musst du unbedingt jeden persönlichen Kontakt mit Nita meiden. Ich weiß, Berufliches und Privates zu trennen. Aber wenn du meinst, dass ich die Ermittlungen manipuliere, kannst du mich ja suspendieren. Du bist der Chef. Wir machen uns nur Sorgen, Michael. Das ist alles. Ich habe einen Platz für den Kleinen gefunden. Eine Kollegin vom Jugendamt holt ihn gleich ab. Wie gleich? Jetzt? Sofort? Ja. Entschuldigung. Gut haben? Natürlich. Der Kibbutz ist wunderschön gelegen, am See Genezareth. Sie können jederzeit kommen und Mosche besuchen. Wir würden uns wirklich freuen. Ja. Machst du dir Sorgen um mich? Da hast du richtig gehört. Warum sagst du mir das nicht selber? Ach, du hättest doch sowieso nicht auf uns gehört. Du denkst, dass uns deine Beziehung zu dieser Frau nichts angeht, aber da täuschst du dich. Dani, ich schätze, ich habe mehr Grund, mich aufzuregen als du, aber ich schlage vor, wir machen einfach unsere Arbeit, okay? Weil? Gabi van Gelden ist tot aufgefunden worden. Ja, theoretisch kann das alles gewesen sein. Unfall, Selbstmord. Oder Mord. Es ist Pessach. Scheint aber keinen so wirklich zu interessieren. Wo ist Isi Maischiach? Er ist oben in der Wohnung. Er kam von einem Strandspaziergang zurück und dann hat er seinen Freund hier gefunden. Dann hat er uns angerufen. Sie denn sehr getroffen? Ich glaube Ihren Tränen nicht. Sie haben ihn also da unten gefunden, als Sie von einem Strandspaziergang zurückgekommen sind. Haben Sie einen Zeugen? Niemand, der Sie gesehen hat? Sonst seid ihr doch auch immer zusammen. Der Strand wird doch von euch bevölkert. Jemanden hier übers Geländer zu drücken, dürfte nicht sehr anstrengend sein, oder? Hätte ich mal bei Ihnen üben sollen. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht als Morddrohung gemeint war. Hat es Sie nicht verletzt, dass Sie vom gemeinsamen Sederabend ausgeschlossen worden sind? Dass Ihr Lebensgefährte Sie wieder nach Hause geschickt hat? Ja. Aber man ermordet doch nicht den, den man liebt. Genau deswegen passieren Verbrechen. Wollen Sie damit etwas sagen, ich hätte Felix van Gelden getötet? Ja, und seinen Sohn. Weil er es erfahren hat. Weil Sie es ihm vielleicht sogar selber gesagt haben. Wir müssen Sie festnehmen, wegen Verdachts des zweifachen Mordes. Glaubst du, dass er es war? Dass er zwei Menschen umgebracht hat? Ich würde es zumindest nicht ausschließen. Könnte nicht noch jemand in Frage kommen? Dann sag doch gleich, was du denkst. Nita. Ein sehr freundschaftliches Verhältnis hat sie zu ihrem Vater nicht gehabt. Und wer weiß, ob sie nicht auch Streit mit ihrem Bruder hatte.
kann nur ein Unfall gewesen sein. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, Frau van Gelden. Sie sind alleinerziehend, nicht wahr? Wovon leben Sie? Ich gebe Cellounterricht. Also keine Geldsorgen? Doch. Aber wer hat die nicht? Sie haben kein Alibi für die Zeit, als Ihr Bruder ermordet wurde. Ich war zu Hause. Kurz vor Mitternacht kam noch der Vater meines Sohnes vorbei und hat meinen neuen Kindersitz fürs Auto gebracht. Wie heißt Ihr Ex? Hassan Bashari. Ein Araber? Einer, der hier aufgewachsen ist, der den gleichen Pass hat wie Sie. Wo können wir ihn jetzt finden? Am Felsentum, wenn Sie Glück haben. Er verdient sich sein Geld als Fremdenführer. Du brauchst mich jetzt nicht mehr, oder? Nein, bis nachher. Ihr habt Easy verhaftet, aber mir gegenüber verhält sich dein Kollege, als wäre ich eine Mörderin. Du hast Gabi gestern in der Altstadt getroffen. Warum hast du das nicht erzählt? Ich habe dich gesehen, Nita. Du spionierst mir nach? Du vertraust mir nicht, Michael? Das war ein Zufall. Nein, natürlich war es kein Zufall. Gabi war sehr aufgeregt. Warum? Du kannst gar niemandem vertrauen, oder? Die heilige Stadt Jerusalem, der Ölberg, die Klagemauer, der Felsenturm. In dieser Stadt war auch Abraham bereit, für Gott einen seiner Söhne zu opfern. Hier ist auch der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, in den Himmel gefahren. Gibt es einen besseren Ort für den Frieden? Schauen Sie sich um, machen Sie Fotos. Wir treffen uns hier in 20 Minuten wieder. Die Führung beginnt jeweils zur vollen Stunde. Tickets dafür erhalten Sie bei meinen Kollegen am Stand. Sie haben die Wahl zwischen einer großen oder einer kleinen Tour. Und Sie haben die Wahl, mir die Wahrheit zu sagen oder in den Knast zu wandern. Balilati, Mordkommission. Wann haben Sie Ihre Ex-Frau zuletzt getroffen? Haben Sie mich nicht verstanden? Gestern. Es war schon ziemlich spät. Mhm. Geht das auch genauer? Vielleicht 12. Und was machen Sie um diese Zeit da? Ich glaube nicht, dass Sie das irgendwas angeht. Sie haben also noch was mit Ihrer Ex. Schlafen Sie immer noch mit ihr? Warum hat Ihre Frau Sie verlassen? Bringen Sie es nicht mehr? Haben Sie unsere Gefängnisse schon mal von innen gesehen? Ich war gestern vielleicht bis kurz vor eins bei Nita. Ich schwör's. Soll keiner behaupten, ich hätte was gegen die Aussöhnung. Easy. Sie haben ihn verhaftet? Glauben Sie, wir haben einen Fehler gemacht? Das ist einer, der erträgt und nicht erschlägt. Na, aber wer dann? Wenn wir davon ausgehen, dass es jemand gewesen sein muss, der Ihren Vater oder Ihren Bruder kannte. Meinen Sie Nita oder mich? Sie verspielen gerade Ihren guten Ruf. Wo waren Sie um Mitternacht? Als Sie mich nach dem Tod meines Vaters gefragt haben, da habe ich es verstanden. Ich war auch der Letzte, der ihn gesehen hat. Aber diese Frage geht zu weit. Wo waren Sie? Hier, Sie sehen ja. So ein Orchester macht eine Menge Arbeit. Zeugen? Nicht, dass ich wüsste. Würde Herzl Kohn weglaufen, wenn er Sie sehen würde? Ach, die Frage ist doch absurd. Vor Ihrem Bruder Gabi ist er weggelaufen. Können Sie sich vorstellen, warum? Unseren Recherchen zufolge leben Sie seit Jahren über Ihre Verhältnisse. Die Bank hat mehrfach angedroht, den Kredit zurückzufordern. Alles in allem eine 500.000. Hatte Ihr Partner eine Lebensversicherung? Ja, hatte er. Über eine 500.000. Die Sie bekommen, wenn die Versicherung bezahlt. Verdammt, ich war's nicht!
Ich hab's Ihnen doch gesagt. Ich liebe Gabi. Ich hab ihn geliebt. Und was glaubst du? Den Glauben überlassen wir den Religionen. Aber was wissen wir denn? Was wissen wir noch nicht? Was am Sederabend wirklich bei den Van Geldens passiert ist, warum Herzl Cohen vor Gabi wegläuft, ob Isi tatsächlich schon zu Hause war, als Gabi nach Tel Aviv zurückgekommen ist. Und wo das Gemälde ist, das Bildnis der Lisbeth Van Gelden. Ich hab sie. Erinnerst du dich an die Geschichte mit der russischen Prostituierten? Welche? Wir hatten nicht nur eine. Naja, aber auch nicht hunderte. Ich weiß es wirklich nicht. Dascha aus Sverdlovsk. Schon Jahre her. Ja, aber vergessen hat sie dich nicht. Warum eigentlich nicht? War da was zwischen euch? Hältst mich wohl für einen Serientäter. Warum hat Dascha dann ausgerechnet dich ausgesucht für ihren kleinen Prinzen? Ich habe ja damals die Aufenthaltsbewilligung verschafft und den Drogenentzug organisiert. Dascha Pawlinska. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dein Glück kann ich dir nur sagen. Wir wollen mit Dascha sprechen. Dascha Pawlinska. In der Küche. Dascha. Was willst du? Werde ich jetzt abgeschoben? Ich will dir helfen. Ich muss Israel verlassen. Ist nicht gut hier. Aber dort ist noch viel schlimmer. Wo wohnst du jetzt? Nirgendwo. Ich habe nur ein Flugticket nach Moskau. Aber du bist doch Jüdin. Nein. Ich bin Russin. Ich habe das rausbekommen. Ich habe nur gesagt, ich bin Jüdin, damit ich hier bleiben kann. Komm, wir gehen. Hey! Wenn ich sterbe, mein Kind, dann kann mein Kind hier bleiben. Dascha, wir finden eine Lösung, das verspreche ich dir. Dein Junge ist großartig und er braucht dich. Du bist seine Mutter. Und ich weiß, du wirst eine gute Mutter sein. Dascha! Paket, los, hinterher! Mit Paket Richtung Norden.
was minieren, du! Ich soll dich nicht anfassen, ja? Direkt am Herzen vorbei. Sie hat unglaubliches Glück gehabt. Ja. Danny hat das gestohlene Bild gefunden. Nitas Ex-Mann hatte es. Er führt gerade das Verhör durch. Dann wird er auch Nita verhaften. Warum? Sie hat Hassan das Bild gegeben. Danny hat sie beobachtet. Danke. Habt ihr es zusammen geplant oder war es Nitas Idee? Nur den Mund zu halten, macht die Sache nicht gerade besser für dich. Eine Tat zu planen und auszuführen oder nur auf Anweisung zu handeln, bedeutet einen Unterschied von mindestens 5 Jahren. Sie ist es gewesen, richtig? Es war ihre Idee und du hältst den Mund, weil du hier den Superhelden spielen willst. Jetzt sag mir, was du damit zu tun hast. Tut mir weh. Jetzt hör doch auf, du hattest das Bild. Mein Kollege kann jeden Moment hier vor der Tür stehen, um dich festzunehmen. Nita, es geht um zweifachen Mord. Was hast du damit zu tun? Was hat Hassan damit zu tun? Wie bist du an das Bild gekommen? Es tut mir leid, Michael. Es tut mir leid. Hat Chaudas abgesegnet? Glaubst du, ich würde sonst so hierher kommen? Die zwei stehen unter Mordverdacht. Er macht einen Fehler. Nein, du machst einen Fehler. Danny, noch leite ich die Ermittlungen. Komm, lass uns zu dir gehen. Wenn du mir was zu sagen hast, kannst du das hier tun. Nimm dir eine Auszeit, Michael. Nur 1 oder 2 Tage. Und dann kannst du den Aktenberg auf deinem Schreibtisch abarbeiten. Damit kannst du dich ablenken. Michael, lass Palilati den Fall abschließen. Ich bin suspendiert. Ja. Ja, wenn du es so ausdrücken willst. Gut, wir können gehen. Anrufen, Herr Kommissar. Ich bin nicht mehr im Dienst. Man hat mich von dem Fall abgezogen. Was wollen Sie denn noch von mir? Wenn es etwas gibt, was Sie mir vorenthalten, aus welchen Gründen auch immer, dann haben Sie mit zu verantworten, dass Nita unschuldig im Gefängnis sitzt. Bevor Sie mich verantwortlich machen, sollten Sie mit sich selbst ins Gericht gehen. Inwiefern? Sie haben mir nicht richtig zugehört. Was ich weiß, habe ich Ihnen gesagt. Aber Sie haben nur noch nicht den richtigen Schluss daraus gezogen. Wegen des Bildes musste Felix von Gelden nicht sterben. Da habe ich Sie doch richtig verstanden, oder? Weil er was gegen die Beziehung seines Sohnes Gabi hatte, auch nicht. Also warum dann? Der Sederabend, an dem die 3 Kinder da waren, seit Jahren das erste Mal wieder. Weil Felix von Gelden wusste, dass er nicht mehr lange leben würde? Weil er wollte, dass sie noch mal zusammen musizieren? Was mögen Sie zusammengespielt haben? Sie wissen es. Erinnert man sich nicht angesichts des nahenden Todes an den Moment, an dem man dem Tod schon einmal von der Schippe gesprungen ist? Seine Zeit im Lager. Thank you.
Sie haben gesagt, er hat überlebt, weil er gespielt hat. Und er musste dafür sterben. Wegen dem, was er gespielt hat. Was hat er gespielt? Fragen Sie Herzl Kohlen. Herzl Kohn war zusammen mit Felix van Gelden in einem Auslieferungslager. Herzl war da erst 7 Jahre alt. Felix hat sich um ihn gekümmert und ihn dann nach Israel geholt. Tut mir leid, ging nicht früher, sonst hätte Dani was gemerkt. Ich bin euch dankbar, dass ihr überhaupt gekommen seid. Und? Wie geht's weiter? Wir müssen Herzl Kohn finden. Der ist spurlos verschwunden. Herzl Kohn ist der Schlüssel. Wenn wir ihn nicht finden... Es gibt auch eine gute Nachricht. Dascha Pawlenska geht's besser. Na, wenigstens etwas. Sie möchte mit dir sprechen. Wie geht es meinem Sohn? Hast du ihm eigentlich schon einen Namen gegeben? Seit ich ihn zu dir gebracht habe, habe ich ihn immer Morsche genannt. Dein Junge ist gut untergebracht. Ist er bei dir? In einem Kinderheim am See Genezareth. So, wenn du mir jetzt versprichst, auf dich aufzupassen, dann kümmere ich mich darum, dass du in Israel bleiben darfst. Fotos von Moshe. Die im Heim haben sie gemacht. Schau mal, wie er da lacht. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Hallo? So sieht man sich wieder. Ja, wir kennen uns. Felix van Gelden wurde ermordet. Sein Sohn Gabi auch. Nita steht unter Tatverdacht. Ist Nita eine Mörderin? Der Sederabend. Die Familie hat zusammen gespielt. Ein Spiel mit tödlichem Ausgang. Warum? Ich habe Felix versprochen, nie darüber zu sprechen. Aber gilt das Versprechen noch angesichts des Todes? Sie haben das Requiem gespielt, komponiert von Vivaldi. Ein Requiem von Vivaldi? Ja. Die Hinterlassenschaft des fröhlichen, beschwingten Vivaldi. Ein Requiem. Vermutlich für seine eigene Beerdigung. Niemand wusste was von dem Requiem. Niemand. Wie kam Felix van Gelden dazu? Es war im Besitz eines holländischen Juden, Ari. Er und Felix wurden von den deutschen Besatzern gezwungen, für sie zu spielen, in Westerbork. Niemand wusste, was sie da spielten. Felix hat überlebt, aber Ari nicht. Ari hat Felix vor seinem Tod das Requiem anvertraut. Felix van Gelden wusste, dass er nicht mehr lange leben würde. Er wusste von dem Tumor in seinem Kopf. Ja. Felix hatte Ari versprochen, dass er immer auf die Noten aufpassen würde. Und sein Tod ändert nichts daran, dass das Versprechen gehalten werden muss. Felix musste sich für eines seiner Kinder entscheiden. Er war sich noch nicht sicher.
Also habe ich ihm geraten, lass sie es spielen. Dann wirst du wissen, wer die Noten bekommen soll. Er machte Kopien von der Partitur und versteckte das Original. Und dann nach Felix' Tod rief Gabi mich an. Er wollte die Noten. Als ich ihn gesehen habe, bekam ich Angst. Noten überleben. Aber Menschen überleben nicht immer. Sie haben die Noten. Deswegen fürchten Sie um Ihr Leben. Felix van Gelden lädt seine Kinder zu sich ein und lässt sie das Requiem spielen. Nita und Felix bekommen Streit. Nita geht, das Requiem interessiert sie nicht. Bleiben die beiden Söhne. Beide würden vom Requiem profitieren. Für Theo wäre es ein Höhepunkt in seiner bereits reichen Karriere und für Gabi ein ausgezeichneter Start für sein neues Orchester. Wenn Felix van Gelden einem von beiden oder allen beiden das Requiem übergeben hätte, wäre das schon längst bekannt. Also hat er es behalten. Und musste dafür sterben. Ist Ihnen das nicht klar? So wie wir sie gefunden haben, wird sie auch der Mörder finden. Das kann heute sein, vielleicht aber erst in einem Jahr. Und denken Sie da an jemand Bestimmten? Wissen Sie, wen ich meine? Wenn die Noten nicht beim Mörder sind. Kommt der Mörder zu den Noten? Also, keinen Schritt, von dem ich nicht weiß. Wenn er weiß, dass ich die Noten habe, dann wird er irgendwann auch zu mir kommen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du das Bild hast? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du ein Polizist bist, bevor du mit mir zusammen warst? Nita, wie ist das Bild in deine Hände gekommen? Hast du es von Gabi oder von Theo? Einer von beiden könnte es nach dem Seeleabenteuer an sich genommen und dir gegeben haben. Ich hab's von Gabi. Dann hat er auch seinen Vater umgebracht. Ja, wer dann? Theo, war's Theo? Deine Brüder haben dich nicht belastet und du belastest sie nicht. Ihr macht hier auf heile Familie, aber die seid ihr schon lange nicht mehr. Vielen Dank, bis morgen. Sie wagen sich noch hierher? Meine Schwester ist keine Mörderin. Sie ist keine Mörderin. Wer dann? Meine Anwälte haben bereits Haftbeschwerde eingereicht. Und gegen Sie wird eine Dienstaufsichtsbeschwerde vorbereitet. Zukünftig können Sie sich im Sinaium und laufende Kamele kümmern. Worum ging es eigentlich bei dem Streit zwischen Nita und ihrem Vater am Sederabend? Um Missverständnisse, wie immer. Nita hat nie gesagt, was an diesem Abend wirklich passiert ist. Sogar jetzt, wo sie selber unter Mordanklage steht, schweigt sie. Das verstehen weder Dora Sackheim noch Herzl, der übrigens wieder aufgetaucht ist. War er weg? Ja. Aber jetzt ist er ja wieder da, wenn er auch nicht gerade hilfreich ist für die Entlastung von Nita. Leider. Er ist ein alter Mann. Machen Sie sich nichts vor, Frau van Gelden. Ich glaube nicht, dass Sie hier so schnell wieder rauskommen. Michael Ochajon kann nichts mehr für Sie tun, nicht das Geringste. Jeder, der hier drin war, hat irgendwann gestanden. Erleichtern Sie Ihr Gewissen. Es hat doch keinen Sinn, länger zu leugnen. Wie geht's meinem alten Freund Herzl Kohn?
Das Requiem im Austausch für Nita. Herze. Nitas Schicksal liegt doch nicht in meiner Hand. Oh. Es liegt ganz bestimmt in deinen Händen. Die gleichen Hände, die schon deinen Vater und deinen Bruder getötet haben. Die Polizei sieht das nicht so. Ach so? Und was ist wirklich passiert? Ist es Neugier oder dein Sinn für Gerechtigkeit, was dich treibt? Deinem Vater ging es immer nur um Gerechtigkeit und nichts anderes. Sag mir, was passiert ist. Sag mir die Wahrheit und dann bekommst du die Noten. Das Requiem stammt von Vivaldi. Es hat mir das Leben gerettet in der dunklen Zeit. Ich möchte, dass es einer von euch verwahrt. Ja, aber warum machen wir es nicht zusammen? Auch die Aufführung. Nein, Theo. Dieses Requiem darf nie öffentlich aufgeführt werden. Aber sind wir es nicht Vivaldi und der Welt schuldig, allen dieses Kunstwerk zu schenken? Ich habe damals Ari mein Wort darauf gegeben. Gib mir die Noten. Bitte. Die Partitur war sicherlich etwas umfangreicher. Zweifellos. Aber wer hat Felix erstochen? Gabi? Nein. Er ist ein zu weicher Mensch. Er ist nicht Manns genug. Aber du? Du bist schon immer stark genug gewesen, sogar für einen Mord. Aber anscheinend hast du nicht mal den Mut, es einem alten Mann einzugestehen. Wie kann denn das noch sein? Magst du gehen? Ja. Entschuldige. Das Pessach draußen vor der Tür zu feiern, kann sehr einsam sein. Ich habe Sie nicht eingeladen. Verlassen Sie mein Haus. Weder der eine noch der andere bekommt das Requiem. Ich will die ganze Partitur. Du hast dein Wort gehalten. Und wie ist es mit dir? Zweifacher Mörder. Der seine Schuld nicht mehr erträgt. Und deshalb sich selber richtet. Von Herzl. Sie können mich wegen versuchten Mordes an Herzl anklagen. Aber den Tod meines Vaters und meines Bruders können Sie mir nicht zur Last legen. Die Indizien sprechen dafür. Sie brauchen Beweise. Ein Geständnis wäre noch besser. Sie werden gestehen. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber gestehen werden Sie. Das sagt uns unsere Erfahrung.
Ich habe drum gebeten. Niemand hat mich gezwungen. Was willst du hier? Wir waren nicht immer gut zueinander. Hat jemals der eine den anderen verraten? Hat jemals der eine auf Kosten des anderen gelebt? Du bist mir eine Erklärung schuldig. Du weißt, dass du es mir sagen musst. Er hat dich geliebt. Du warst ein großes Vorbild. Du hast meinen Bruder getötet. Du konntest ihn auch nie recht machen. Das weißt du doch genau. Ich habe immer gedacht, irgendwann ist man alt genug und frei davon. Aber dann war plötzlich dieses Gefühl wieder da. Nichts wert zu sein. Diese Schuld. Immer nur dein Wille, immer nur dein Leben. Deine Kinder haben auch ein Leben, müssen erwachsen und wir haben es alle zu was gebracht. Zu was, bitte? Wie lebt ihr denn? Hat einer von euch eine Familie? Du hast keine Familie verdient! Euch! Euch habe ich nicht verdient! Du hast uns immer nur erniedrigt. Du bist widerlich. Theo. Theo, nein! Nein! Geh mir aus den Augen. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, hättest du das Lager nicht überlebt. Abi hat mich da rausgezerrt, gesagt, wir sollten wieder abhauen. Das Ganze würde sich schon wieder beruhigen, wenn ein paar Tage vergangen sind. Aber dann hörte ich plötzlich dieses Requiem. Vater stand auf der Terrasse und spielte dieses Requiem, das er mir vorenthalten hat. Aber diesmal würde er mir nichts mehr vorenthalten. Und ihr Bruder? Warum musste der auch noch sterben? Er ist mir ins Haus unseres Vaters gefallen. Vater, Leo? Papa? Theo! Was hast du getan? Was hast du da gemacht? Das ist unser Vater! Theo! Gabi! Gabi! Sie haben etwas vergessen. Gabi wollte zur Polizei gehen und ich wollte nicht im Gefängnis landen. Und da haben sie ihn vom Balkon gestoßen. Gibt es hier eine Geige? Ich würde gerne mal spielen. Ihr solltet es noch mal versuchen. Danke.
Michael, wärst du an meiner Stelle gewesen? Hättest du dich dann anders verhalten? Ja. Da muss ich mir jetzt wohl einen neuen Partner suchen. Nein.